Liebe Leute, habe die Ehre und herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls Remake PS5 Platin Walkthrough. Wir sind fast mit dem ersten NG fertig. Wir haben jetzt nur noch den falschen König erlernt und ja, was wir auch noch machen könnten, sind die beiden Online-Trophäen. Leider, ne? Koop und. Oh, Entschuldigung, verschluckt. Koop und PvP meinte ich. Die machen wir aber im NG Plus. Wir machen jetzt erstmal den Königsturm fertig. Und spielen das Spiel einmal durch. Der Boss ist geil. Er macht richtig Laune. Allerdings packt einen der gerne. Man muss wirklich aufpassen, dass er einen hier packt, weil sonst zieht er einer Level ab. Hat er einen am Kragen? Gibt es einen Levelabzug? Machen wir jetzt mal kurz den Ring des Diebes wieder rein. So. Kommen Sie ran. Wow. Das war nicht wenig. Eieiei, das war knapp. Das war ein bisschen knapp. Eine Rheinsteinscherbe hat der, okay, das wusste ich auch nicht. So der, ne? Ein Traum. Voll reingelaufen. Und immer sechs Vollmondgräs. Also der ist alles andere als geizig, nicht wahr? Achso, Moment, ich muss den Minister. Aber den nehmen wir mit. Obwohl, nee, ich muss den Minister gar nicht. Blödsinn. Wir haben ja die Shortcut-Leiter, ne? Können wir uns sparen. Aber weißt du, was schön ist, wir nehmen noch die Echse einmal mit. Da unten ist noch eine Kristallechse. Drei Hartsteinklumpen, jawohl. Wer weiß, vielleicht kann ich sie später für irgendwas nochmal brauchen. So, Black Phantom Ostrava haben wir auch schon. Der ist runtergefallen. Auf der PS5 Gott sei Dank völlig wurscht. So, ja, Schonung wäre es jetzt, ne? Ich habe den Schonungszauber nicht dabei. Habe ich jetzt vergessen? Wurscht, dann nehmen wir Schutz. So, was wieder ein bisschen nervig ist, der ewig lange Aufzug. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das mit Halbunfällchen überhaupt gut funktioniert. Kann sein, dass ich auf die helle Bade wechseln muss. Oder aufs Rapier. Mal schauen, was besser ist. Wir können jetzt auch einen Feuersturm machen. Wir schauen jetzt einfach mal, wie der Kampf verläuft. Ne? Wichtig ist halt nur, man soll aufpassen, dass er einen nicht packt. Das ist mit das A und O.
War absolut geiler Boss. Es ist Seelenbrand, die Waffe brauchen wir auch noch. Okay, der Schaden ist ein Witz. Er ist sehr magieresistent. Oh, voll daneben. Das ist es. Da müsst ihr aufpassen, da packt er euch. Okay, die Helibade ist 1000 Bewisser. Ruhig bleiben. Jawohl, ich habe ihn. Sehr gut. Ja, war aber mal ein bisschen eng. Zur Kombination aus Magie und Nahkampf hat schon passt. Ja, er ist sehr magieresistent. Er ist wirklich sehr magieresistent. Und ich habe es gesehen hier, die Hellebarde einhändig geführt, ist absolute Katastrophe. Vom Moveset her. Da beidhändig ist hier. Na. Aber passt. Ich bin nicht unzufrieden. Ich will nicht meckern. So. Mein dämonisches Spiegelbild. How many souls might you have devoured, I wonder?
out to the old one. If it is to be, then you shall be beckoned. Das ist der echte König Alland, ne? Ups. Das wollte ich eigentlich, ne? So, der Nexus öffnet sich oder hat sich geöffnet. Der Weg zum Uralten ist frei. So, wunderbar. Jetzt müssen wir nicht reinhüppen, weil sonst ist sie immer tot, sondern wir müssen mit der schwarzen Jungfrau reden. Hark, I hear a voice of yore. The old one calls for thee. Let us proceed below to its lair. So, da ist es, das Uralte. Ein Baum. Ja, der neue Dämon, das sind wir, ne? Oder wir könnten jetzt zumindest sein. So, hier unten ist übrigens überhaupt nichts, ne? Hier ist der Kalkstein. Können wir zum Nexus zurückkehren. Mehr aber auch, ne? Ansonsten gibt es hier unten überhaupt nichts. Ja, das ist jetzt ganz simpel. Ich meine, der Dämon des Alten, das ist der König Alland, aber von dem ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und wir haben jetzt die Chance, der Neue zu werden, der neue Oberdämon. Das ist König Alland. You are our first visitor. May you be welcome here. So, König Alland, von dem ist nicht mehr viel übrig geblieben. But God is merciful and
so created the Old One, a poison to poison. The Old One will feed upon our souls. Er hat mich gehittet, ich glaub's nicht. So, was jetzt wichtig ist, das ist mir schon ein paar Mal passiert, da ich da einfach weitergemacht habe und das vergessen habe. Wir brauchen das zweite Schwert, Seelenbrand. Da ist es. So, und jetzt haben wir die Chance, uns zu entscheiden. Oder wir müssen uns entscheiden. Wir nehmen zuerst das gute Ende. So, wenn wir jetzt zu ihr gehen, dann sind wir der neue Erzdämon und sie killen, aber wir gehen zurück. Wir brauchen nämlich die Seele der schwarzen Jungfrau und die kriegen wir nur, wenn wir zurückgehen für die Platin-Trophäe. Müssen wir nämlich eintauschen für Zauber, Soulsucker, der Seelensog. So, das Uralte zieht sich zurück. Die Seelenkünste gehen verloren, das Wissen über die Seelenkünste, aber der verschlingende graue Nebel lichtet sich und die Dämonen verschwinden. In Demon's Souls ist es anders als in Dark Souls ein bisschen eindeutiger, was gut und böse ist. A brave new hero of unprecedented power. Ja, wir werden zu dem neuen Monumental. Zu einem neuen Gewaltigen. So. Dämonenseele der schwarzen Jungfrau, das ist das Wichtige, nicht? Of the last withdrawn from its vessel. Strength be granted, so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended. Boah, das ist so geil. Ich liebe diesen Spruch einfach. Klingt auf Deutsch nicht halb so geil wie auf Englisch. Tut mir leid. So. Willkommen zurück im Nexus. Willkommen zurück im New Game Plus. Ja. Liebe Leute, das war's. Schauen wir uns einmal kurz die Trophy an. Was haben wir denn gekriegt? Ja, falscher König. Natürlich haben wir die Trophäe nicht bekommen, dass wir die Macht des Uralten in uns aufnehmen. Ne? Wir haben uns ja für das gute Ende entschieden, für die Seele der schwarzen Jungfrau. Ja, 58%, das klingt nicht viel, ist aber ein Haufen Zeugs. Da haben wir schon einiges zusammen, also so ist es nicht. Also, was fehlt denn noch? Die beiden Online-Trophäen.
Und hier, nimm die Macht des Uralten in dir auf. Also das ist das zweite Ende. Die glühende Dämonenseele übergeben, klar. Northern Regalia schmieden, klar. Zaubersprüche und Wunder. Da kümmern wir uns dann jetzt im NG Plus und später den Rest machen wir dann im NG Plus 2. Alles klar, liebe Leute. Das war's von meiner Seite her mit dem ersten NG. Zweiten NG, beziehungsweise jetzt im NG Plus geht's dann, naja, ein Ticken schneller. Wir müssen nicht mehr ganz so viel erledigen. Wir müssen zwar wieder Yuria und Sage Frake und Saint Urbane befreien, weil wir ja nicht die ganzen Spells kaufen konnten. Das ist ja nicht möglich. In einem Run, das geht nicht. Aber NG Plus, der Schwierigkeitsgrad hat deutlich angezogen und es ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Also, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Demon's Souls. Vielen Dank, dass ihr da wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, Leute. Ciao, servus.